Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Da wären mir schon fast wieder Assassin's Creed rausgerutscht. Ich möchte Werbung machen dafür. Guckt Assassin's Creed am Samstag. Es ist geil. Es ist geil, das Origins-Spiel. Wer das Let's Play nicht verfolgt oder den Stream nicht schaut, der hat echt was verpasst. ich wollte dahin, ne? Genau. Wir sind in der Stadt der Uhrwerke. Der Schatten von Sotasir hat sich Generalschlüssel von Schwarzfederhof geholt und ist nun auf dem Weg zum Zentrum der Stadt der Uhrwerke, dem Cognitum Centralis. Aufseherin Luciana und ich müssen einen Weg finden, ihm zu folgen. Luciana und ich haben uns entschieden, uns aufzuteilen und unterschiedliche Dämmertore zu untersuchen. Ich muss in den östlichen Bereich des Radios reisen, um einen dieser Tore zu finden. So. Kann man mich hören? Ich mache mal einen Test in dem... Achtung, ihr hört mich jetzt doppelt in der Aufnahme. So. Ja gut, funktioniert. Passt schon. Wollte ich nur sicher gehen. Ja, Sotasil. Zumindest der, der sich als Sotasil ausgibt, der ist irgendwie unterwegs. Hat ein paar Dinge zu klären. Wie das nicht schon mal als Tante gehabt? Die Beschützerin von Geirmund. Ihr habt meinen Respekt. Geirmund Graumin, das ist aber auch schon lange her. Geirmund? Nee. Eomund. Eomund Graumin, das war Skyrim. Falsches Spiel. Nie versiegelte Quelle entdeckt. So, in der letzten Folge hat sich hier jemand angekündigt, ist hier reingegangen. Und wurde ausgewählt. Oh Mann. Oh, ich habe mir einen Nerv eingeklemmt. Aua. Faktoten bringen weiter die Ernte ein und befördern die Kisten hierher. Nehmt in der Zwischenzeit den Aufzug und bestaunt unsere Oase. Ist das so gewollt, dass ihr das so betont? Faktoten? Oder Faktotem? Diese Betonung ist wirklich außerordentlich wichtig für euch. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das da unten rechts. Was habe ich da mitgenommen? Weg damit. Mein Inventar ist sowieso schon am besten. Geil, hier ist doch nichts. Wo soll ich hin? Hä? Ach so. Moment. Ich bin hier schon richtig, ne? Warum hat Fürst Seth wohl so viele Dinge erschaffen, die das Leben imitieren? Weil er es konnte? Um sie besser zu verstehen? Jesus. Einfach fragen. Jetzt sage ich auf einmal dahin. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Das ist wieder einer dieser berühmten Kompassfehler, die ich hatte. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ob das gerade eben da vorne auch dunkel war oder ob mich das dahin gelotst hat oder ob das da vorne war. Aber ich meine, das war doch da an der Tür. Wie komme ich da jetzt eigentlich hin? Och nö. Och nö. Wirklich, wirklich spielen. Muss das sein? Ich habe irgendwie keinen Bock, da jetzt den ganzen Weg rumzulaufen. Ich gehe hier ja runter.
spontan habe ich jetzt diesen Weg gefunden. Mit CCHW04 steht da. Oben. Mitten auf dem Pfad liegt eine glitzernde Metallplatte. Ihr könnt mit Mühe die Inschrift entziffern. Jemand muss die Plakette verloren haben, als er die Straße entlang gegangen ist. Eine andere Schrift lautet: bei Verlust bitte an den Uhrwerkregistrar zurückgeben, das Nummernschild. Es könnte die Straße hinunter noch mehr Plaketten geben. Vielleicht finden die nicht mehr eine Belohnung, wenn ich sie alle zurückbringe. Hat sich mein Charakter so beschlossen. Ist auch logisch, ich sammle auch irgendwelche Radkappen auf, die Leute verloren haben unterwegs mit dem Auto, um mir eine Belohnung zu verdienen. Eine stupide Nebenquest. Oh, die kenne ich aus Eitor. Ungefiederte, ihr seid hier. Das Tor ist zu. Zu. Lasst mich euch helfen. Warum ist das zu? Ich kann auch durch. Siehst du, funktioniert. Ich weiß nicht, was er hat. Das Tor hat funktioniert. Hat gelogen. Traue nie einer Krähe. Spiel, was dauert das Laden so lange? Oh, die Server müssen mal wieder neu gestartet werden, das merkt man. Ja, das ist es. Immer grau. Folgt mir. Ach, ey. Scheiße, ist das groß. Okay. Und schon mag ich das Gebiet nicht. Es ist mir zu voll. Durch diesen scheiß Stab, den ich habe, sehe ich die Hälfte gar nichts. Geht ihr vor? Ne, geh du vor. Du bist mein Shield. Achso, das ist ein Bogen. Na, du bist halt kein Shield. Ich sehe einfach nichts. Ich weiß nicht, wo ich hinrenne. Tastatur hat nicht reagiert. Die Hälfte meiner Zauber nicht gemacht. Oder einer zumindest. Ah. Ich kämpfe erst so viel, seit ich euch kenne. Mhm. Links, ungefiederte, immer links. Mist. Magika ist echt am Schrumpfen. Das Tor ist zu! Zu! Ihr müsst einen anderen Weg finden. Ist das dein Ernst? Ich muss einen anderen Weg finden. Oh. Scheiße. Ich hasse das Gebiet. Okay, gehen wir hier lang.
Läuft gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, zu früh. Oh, portet dich doch nicht. NPC ist das unausweichlich hinauszuzählen. Ach, Mann. Ich bin immer noch die andere Attacke gewöhnt. Man kriegt das echt nach einer Woche nicht mehr aus dem Muskelgedächtnis raus. Ja, quietsch. So, weg damit. Ah, Stress. Oh, die Karte ist zu groß, finde ich. Das ist derselbe Ort, wo ich gerade hin war. Das ist genau der gleiche Ort hier. Die Tür ist auch zu, also muss ich hier lang. Oh, was für ein Umweg. Wirklich. Das ist sonst Story Breakdown, den ich hier habe. Ich versuche die Gegner zu umgehen, die bringen eh kein XP. Warum? Ach, Mann, spring doch da hoch. Was ist denn das Problem? Hänge ich an irgendwelchen Fitzeln fest. Oh, Wahnsinn. Was haben die plötzlich für Fähigkeiten? Hallo? Nun ist aber Ende. Jetzt bin ich böse. Haben die sich Schild gegönnt? Ich glaub's ja nicht. Wo sind wir denn hier? Der gesamte Weg hierhin zu diesem Eingang war total nutzlos. Da standen nur Gegner rum, die mich aufgehalten haben. Ein, zwei Gegner hätten gelangt und dann vielleicht ein paar Storylines oder so, aber oh, ich hasse diese MMO-Scheiße. Sorry, dass ich dieser Meckern bin, aber ich weiß nicht. Es kommt irgendwann der Tag, da habe ich einfach keinen Bock mehr auf ESO oder irgendwelchen MMOs. Da spiele ich gar kein MMO mehr. Mindestens ein Jahr lang nicht. Das gleiche Schema ist überall zu sehen. Wir spielen ja auch Guild Wars. Jetzt aktuell spielen wir ja Star Wars The Old Republic. Da ist es auch genauso schlimm. Da hast du auch teilweise offene Weiten, wo du durchfahren kannst, ne? Aber die sind viel zu lang. Und dann hast du Bereiche, wo du einen Gegner, wo reihenweise Gegner stehen. Hier so ein Schlauchlevel, wo du durchgezwungen wirst, hier durchzugehen. Nur um am Ende hier hinten hinzukommen. Die gesamte Karte ist total belanglos. Und erzeugt bei mir eigentlich nur Stress, weil ich ständig durch diese Gegner durch muss. Das fällt mir jetzt so auf. Das ist überall so. Es war ein... Nö, ich mache keine Experimente und töte mich nachher noch selbst. Der Wasserfall ist verdammt laut hier. Ich höre mich nicht mehr. Hallo? Hallo? Boah, die halten eine Menge aus, du. Haben das alle? Oh, Weg sei Dank. Oh, fick dich. Haben sie doch nur dahingestellt, damit die Schleicher mal einen dran gekriegt haben. Wenn.
Kann ich die noch umrunden? Yes. Es steht schon wieder so ein Sperling da. Schon wieder eine, die so viel aushält. Also zu mehr als die anderen. Ja, gut. Vielleicht hat die andere sich gebufft, keine Ahnung. Jetzt fiel die schneller um. Es kann auch sein, dass, wie heißt die noch? Ich kann den Namen oben links nennen, Emiri. So eine bestimmte Fähigkeit hat. Da ist noch ein Gargoyle, sicher. Den Gargoyle kann ich nicht quasi mit der Leinsklinge umnieten, ne? Nee. Er sieht mich von hinten. Hat hinten Augen. Die müssen auf jeden Fall verflucht werden, sonst bringt das nichts. Oder bringt schon was, aber dann dauert es noch länger. Den ersten Mantur-Posten, den ich sehe, das wird mein Ziel. Ich muss dringend diesen... Diese scheiß Stab ändern. Das ist mir viel zu... Bettel. Von mir bekommt ihr nichts. Einlasslinge. Nicht so herumschubsen. Ich lasse mich nicht stören. So, weg mit dir. Danke. Ich... Ich bin es nicht gewohnt, gefangen zu sein. Ein Sperlingshauptmann verteidigt nicht grundlos ein Tor. Hier muss es zurück in die Stadt gehen. Folgt mir. Nee, folgt mir. Er ist da. Ich erkenne diesen Ort wieder. Ich auch. Das sind die Tunnel, die zum Cogitum führen. Die Faktoten wehrten sich wohl, als der Schatten hier durchgekommen ist. Anscheinend nicht genug. Da, der Zauber des Schattens. Habe ich die schon eingesammelt hier? Flüssige Schatten? Eine Art Fäule von Nocturnal. Ich sehe sie zum ersten Mal. Wartet, ich erinnere mich. Fürst Seed lehrte mich vor längerem einen Spruch. Er meinte, eines Tages würde er mich durchs Dunkel führen. Damals konnte ich ihn nicht brauchen, aber jetzt... Ja, er meinte, Logik und Weisheit lüften die Schatten des Zweifels. Es hat geklappt. Wie konnte er wissen, dass... Sei's drum. Trefft mich am Eingang zum Cogitum. Wir haben noch viel vor uns. Und warum gehst du jetzt in die andere Richtung? Ist das der Eingang? Ich gestehe Überraschungen nur selten ein, aber ich werde ganz unverblümt sein. Das war eine der absonderlichsten Reisen meines Lebens. Und ich habe ein sehr, sehr langes Leben gelebt. Was nun? Da die Schattenbarriere nun entfernt wurde, können wir uns wieder frei zwischen der Messingfeste und dem Cogitum bewegen. Jetzt müssen wir eine dädrische Fürstin aufhalten und einen Gott retten. Ich hoffe, ihr seid bereit. Zurrt eure Rüstung fest und schärft eure Waffen. Das Betreten des Cogitum Centrales kann sich schon an den besten Tagen als tödlich erweisen. Heute ist sehr weit von einem der besten Tage entfernt. Womit müssen wir im Cogitum rechnen? Abgesehen von den dädrischen Schrecken, die der Schatten auf seinem Weg zurückgelassen hat? Das Cogitum wechselte in seine Tresorkonfiguration, sobald der Alarm ausgelöst wurde. Jetzt müssen wir uns also auch noch mit unzugänglichen Plattformen, feindseligen Faktoten und entfesselten Mechanoiden herumschlagen. Meint ihr, dass die Verteidigung den Schatten verlangsamen werden? Wisst ihr, ich würde darauf nicht zu sehr setzen. Sotasil hat sich zwar auf alle denkbaren Eventualitäten vorbereitet, aber der Schatten ist Sotasil.
Es ist äußerst schwierig, Abwehrmaßnahmen gegen sich selbst zu entwerfen. Wir können nicht auf Sotasil zählen. Diese Aufgabe obliegt uns. Seid ihr bereit? Klar. Der Schatten nähert sich inzwischen bestimmt schon dem Thron. Wir müssen uns beeilen. Auf ins Cogitum Centralis. Dem Heiligtum, die zentrale Schnittstelle. Ich weiß nicht mehr, wie es da drin aussieht. Wie ich es vermutet hatte, das Verteidigungssystem hat die Brücke abgeriegelt, verschlackt. Hier ist eine Schaltstelle, aber der Alarm hat die Stromzufuhr gekappt. Sieht aus, als gäbe es zwei Ladeanschlüsse. Ihr müsst zwei Kernpumpen finden. Schafft ihr das? Eine Sache noch. Es gibt hier unten ein Meisterfaktotum namens... Grüße, ich bin Arius. Ein wichtiger Hinweis. Das heilige Cogitum Centralis ist derzeit versiegelt. Arius. Das Cogitum Centralis umgehend zu verlassen. Danke für euer Verständnis. Das wird nicht passieren, Arius. Ich überspringe Arius, glaube ich, ist am besten. Ist am kürzesten auf jeden Fall. So. Schon wieder muss ich mich durch Gegner metzeln. Zack, zack. So, und schon sind wir da. Dann legen wir mal den Hebel um. Hey, das war einer von diesen Überwachungsmäusen. Den kennen wir ja. So, die linke ist wahrscheinlich auch verlängert, ne? Ja, klar. Kann man uns Gamer nicht einfach mal einen leichten Dungeon geben oder so, wo gar kein Gegner ist? Ohne Kampf. Einfach nur irgendwie so ein gigantisches Rätsel. Das würde ich mir mal... Ups, falsch lasse. Würde ich mir mal. Ist ganz schön schwer, weil man nicht weiß, was man sagen soll. Scheiß auf Bestrebung. Selten einer, der die Dailies macht oder so. Vielleicht hätte ich den Kriegswappenträgern beitreten sollen. Bis auf Guild Wars habe ich eine lange Zeit das mal gemacht. Aber auch nur, weil ich dort ein besonderes Ziel hatte. Hier habe ich die Dailies noch nie gemacht. Aktiv. Bei Star Wars The Old Republic verstehe ich die Dailies noch nicht mal. Wenn es da überhaupt welche gibt. Oh Mann, es gibt bestimmt Leute, die sich aufregen. Ah, du machst mein Lieblingsspiel kaputt. Du zerstreist es. Gut gemacht. Jetzt muss ich nur noch die Butter zum Mehl hinzufügen und den Kuchen fertig backen. Kuchen.
Ich glaube, ich mache mal einen Kuchen irgendwann. Aber unser Weg wird zumindest nicht mehr so versperrt sein. Was hast du gesagt? Viele von Meister Seels Verteidigungen folgen nach wie vor den Ordnungsprotokollen. Das Risiko schwerer Abschürfungen, Verbrennungen und oder einer Desintegration bleibt hoch. Desintegration. Danke für den Tipp. Das erinnert mich an Star Trek Voyager Elite Force, wenn du da von so einer Sniper-Rifle getroffen wurdest und dann hast du dich auch aufgelöst, dann wurdest du auch desintegriert. Das war toll. So, vielen Dank fürs Zusehen. In der nächsten Folge werden wir desintegriert. Ciao, ciao.